Ja, gerade 19 Uhr. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass jetzt gerade kurz nach 7 die Kirchenglocken angefangen haben, ganz kurz zu läuten, nicht so lang, 2, 3 Minuten. Und das machen die schon die ganze letzte Woche. Das ist komisch irgendwie. Ja, das ist in ganz Deutschland eine verabredete Aktion. Und das heißt irgendwie Zeichen der Hoffnung setzen. Dazu gehört noch, dass so um 7 auch Kerzen angezündet werden, ins Fenster gestellt werden, könnt ihr vielleicht gerade noch sehen, bei den Nachbarn gegenüber oder so. Genau, und es ist ganz wichtig, dass das passiert, weil es ein Aufruf ist. Also die Glocken rufen ja immer schon. Das ist immer schon, wenn Glocken irgendwie geläutet werden, eine Einladung, ein Aufruf. Innezuhalten, kurz innezuhalten und dann ja, sich der Kraftquelle zuzuwenden, die unsere Kraftquelle ist. Gott selbst, mit dem wir reden können, zu dem wir du sagen können, auf den wir hören können. Kann ja auch ein stiller Moment sein, da muss man gar nicht viel reden, kann einfach sich öffnen, mal hören, was da kommt. Da kommt garantiert etwas. Nämlich, du bist nicht allein. Ganz viele Menschen beten genau wie du jetzt um Kraft, um Trost, um Ermutigung, damit es morgen wieder losgehen kann. Wir können im Augenblick leider alle nicht raus. Das ist in Deutschland so, verabredet von der Bundesregierung und den Landesregierungen. Und das werden wir noch ein paar Tage aushalten müssen. Und das ist nicht einfach. Genau, und darum brauchen wir alle solchen Trost. Und darum wird das gemacht mit den Glocken. Damit alle zusammen kurz innehalten, kurz stille werden und vielleicht so eine Welle Trost und Kraft kriegen. Das wünsche ich euch allen.